einer der berühmtesten Exponenten verloren. Der Gebi Poltera ist Zarosa im Alter von 84 gestorben. In Erinnerung bleiben natürlich seine brillanten Auftritte in dem berühmten Sturm zusammen mit dem Hans-Martin Trepp und seinem Bruder Ueli Poltera. Es war der letzte öffentliche Auftritt von Gebi Poltera, als er uns vor 2 Jahren beim Spengler Cup auf eine Hockeyreise der Zeit führte. Das Spiel war mehr technisch. Nicht körperlich. Schon, aber wir haben auch die Zehen eingeschlagen worden. Und die Augenbrauen erlegt. Ja. Aber das Spiel war mehr Spiel. Ja. Dieses Spiel wurde damals dominiert von einem Trio. Von rechts Gebi Poltera, sein Bruder Ueli sowie ihr Cousin Hans-Martin Trepp. Zusammen bildeten sie die beste Sturmformation der 50er Jahre. Wir haben einmal in einer Meisterschaft hat der Bruder 49 und der Trepp 50 Goal geschossen. Und ich nur 8. Aber vorbereitet haben die fast alle. Die Poltera-Linie prägte die ganz große Zeit des IHC Arosa, als die Bündner ab 1951 7 Meistertitel in Folge feierten. Auch die Nationalmannschaft führte der Poltera-Sturm in den Nachkriegsjahren zum Erfolg. Olympiabronze 1948 in St. Moritz und der EM-Titel 2 Jahre danach. Der Name Poltera war in der gesamten Eishockey-Welt ein Begriff. Uns hätten sie mal als ganzer Sturm nach Amerika. Und dann hat die Mutter gesagt, gut, einer kann gehen, aber ein Bub bleibt da. Das ist nichts. Nichts war's. Aber auch in der Schweiz verlief die Karriere von Gebi Poltera einzigartig.